voor moderne mensen. Trabant 600. Voorwielaandrijving met 600 kubiek centimeter motor en volgesynchroniseerde versnellingspak. Royaal, smaakvol, ruim, ook als combi. Een wagen voor mensen die vooruitzien. Trabant 600. Hey, wir sind schon wieder da. Leute, heute zeige ich euch mal ein Video von der Entstehung des Trabant 600 und 500. Habe ich gefunden im Netz, nach langem Suchen. Aber was anderes. Diese Zeichnung hier zeige ich euch mal. Ist ja nur schon ein bisschen spät, so um 11 rum oder halb 12, und ich habe langes Wochenende, yippie. Aber guckt euch das mal an. Die Zeichnung ist zum Bleistift, na, wenn da mal das Maßband rausgehen wird, upsa, oh, das ist ja eine Scheiße, ey. Mit einer Hand messen ist wirklich kacke. Das muss ich nochmal machen. Also habt ihr gerade gesehen, mit Maßband, das geht ja nicht. Alleine mit einer Hand. Aber ich habe jetzt Zollstock. So, jetzt können wir mal hier ansetzen. So eine Zeichnung ist 82 breit oder lang. Und 60 hoch. So. Und die habe ich rauskopiert aus diesem Buch. Ich fahre ein Trabant. 500, 600, 601. So. Dieses Bild hier, das ist gerade mal, Moment, zeige ich euch. 10 mal 8. Und ich habe das vergrößert, könnt ihr das sehen, auf die 60 mal die 80, also so wie das. Also wer sowas vergrößert haben möchte, mich bloß fragen, ich mache das, kostet so um die 8 Euro rum. Ist jedenfalls ganz cool, weil ihr könnt dann richtig, habe ich ja beim Warte ja auch schon gemacht gehabt, ihr müsst dann nicht mehr das Mini-Buch nehmen, sondern ihr habt das ja alles riesengroß, wie Lenkgetriebe. Antriebe, Antrieb, und ich habe drüben noch, ach, was ist denn das, der Hauptbremszylinder. Und so lassen sich Reparaturen viel, viel einfacher machen. Ja. Hier habe ich nochmal von hinten, das gibt es ein bisschen kleiner. Das ist jetzt 60 mal 40 plus, das könnt ihr kriegen vom 5er oder sowas, plus Versand. Auf alle Fälle funktioniert das ganz gut. Jetzt nochmal kurz Punkt Schweller, Trabant von meinem. Könnt ihr sehen, habe ich jetzt eingepunktet, verschliffen. Ich habe auch schon mit dem TÜV geredet, der sagt, ist alles picobello IO. Habe jetzt hier auch hinten noch das Stück noch angesetzt. Unten das verschliffen. So, und am Samstag geht es da unten weiter. Naja, jetzt stelle ich noch mal kurz die Kamera hin, dass ihr mich noch mal kurz sehen könnt. Ja, also ich mache jetzt noch mal kurz ein Video rein vom Trabant 500, 600 Entstehungsgeschichte. Also ein richtiges Produktionsvideo. Habe ich lang gesucht im Internet, habe ich gefunden. Durch dummen Zufall. Guckt euch das mal an. Tut mich weiter leiden, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, nächste Woche Unterboden, Fertigstellen, Karosserie. Kommt ans nächste Video. Bis dahin, Leute, wie gesagt, laut Casio Digitalrohr von 1980 zeigt es an 23.30 Uhr. Ah ja, aber ich habe ja Wochenende jetzt. Aha. Deswegen Prost. Leute, weiter so. Ich danke euch fürs Gucken. Tschüssi, bis dahin. Tschüss.
VEB Sachsenring Zwickau. Dieser Name kennzeichnet das größte Automobilwerk der Deutschen Demokratischen Republik. Am 1. Mai 1958 erfolgte durch Zusammenschluss zweier Werke die Gründung des heutigen Großbetriebes. Seine Tradition geht bis auf das Jahr 1905 zurück. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die bewährten Fahrzeugtypen Reichsklasse, Sonderklasse, F8 und F9. Aus dem reichen Schatz der Erfahrungen entwickelten unsere Arbeiter und Ingenieure den neuen beliebten Kleinwagen Trabant. Nutzen wir die Gelegenheit, seine Geburtsstätte etwas näher kennenzulernen. Wie überall in der fortschrittlichen Welt, so wird auch bei uns auf die Forschungsarbeit größtes Augenmerk gelegt. Ständig werden Versuchsergebnisse überprüft und ausgewertet. Die Mitarbeiter unserer Versuchsabteilung haben engen Kontakt mit der Konstruktionsabteilung unseres Betriebes. Dieser guten sozialistischen Gemeinschaftsarbeit verdanken wir so manche schnelle und präzise Verbesserung, wie zum Beispiel die des Kühlluftgebläses. Doch wir wollen hier nicht länger stören, wenden wir uns den Fertigungsstätten zu. Im Werk 1 beginnt mit dieser Blechtafel der erste Arbeitsgang. Unter der großen Presse, die einen Druck von 300 Megapond ausübt, wird die Bodenplatte vorgeformt. Durch das Einpressen der Sicken vergrößert sich die Stabilität. Im Gerippebau erfolgt der Zusammenbau aller gepressten und gestanzten Teile zum Karosseriegerippe. Heckteil und Vorderteil werden durch Punktschweißen an der Bodenplatte befestigt. Diese Schweißlehre mit der hydraulischen Einspannvorrichtung erleichtert den Zusammenbau. Auf dem Fließband löst ein Arbeitsgang den anderen ab. Beschleifen, Einbau und Einpassen der Türen bis auf die letzten Feinheiten. Ständige Zwischenkontrollen sichern die Qualität der Arbeit. Bei allen Produktionsphasen treffen wir immer wieder auf die Mitarbeiter der Versuchsabteilung. Hier prüfen Sie mit einem Amplitudenmessgerät das Karosseriegerippe auf Schwingungsfreiheit. Die Karosserieverkleidung des Trabant besteht aus dem von uns neu entwickelten Werkstoff Duroplast. Als Ausgangsmaterial dient nicht verspinnbare Baumwolle mit pulverisiertem Kunstharz vermischt. Unter hohem Druck und einer Erwärmung von über 100 Grad Celsius nimmt dieses vorbereitete Baumwollvlies im Presswerkzeug die endgültige Form an. Mit den beschnittenen Plastteilen wird das Gerippe beplankt. Vielleicht interessiert es Sie, dass unser Betrieb als einziger der Welt bei der Großserienproduktion Plastwerkstoff im Karosseriebau anwendet.
Zur Farbbehandlung steht uns eine Lackiertaktstraße zur Verfügung, die dem modernsten Stand der Technik entspricht. In staubfreien Spritzkabinen und anschließendem Bodentunnel wird der Kunstharzlack aufgetragen und durch Infrarotstrahler eingebrannt. Zierleisten, Scheiben, Leuchten und so weiter geben der Karosserie ihr endgültiges Gesicht. Nach dem Einbau der Innenverkleidung und dem Verlegen der elektrischen Leitungen wird die Karosserie unter einer Duschanlage auf Wasserdichtheit geprüft. Im Werk 2 befindet sich unsere Endmontage. Spezialvorrichtungen und Werkzeuge wie diese Wendevorrichtung erleichtern die Arbeit und verkürzen die Montagezeit. Wenige Handgriffe genügen, um den Fahrschemel mit der Karosserie zu verbinden. Zum Fahrschemel gehören Motor, Getriebe, Radantrieb und Vorderfeder. Jeder Trabant, der das Montageband verlässt, wird auf dem Rollprüfstand einer gründlichen Funktionskontrolle unterzogen, um festzustellen, ob die für den Fahrbetrieb vorgeschriebenen Kenndaten eingehalten wurden. Viele wertvolle Erkenntnisse für die weitere Verbesserung werden auf den Testfahrten gewonnen. Alle Mitarbeiter unseres Betriebes bemühen sich ständig um die Rekonstruktion der technologischen Prozesse. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass die Kapazität unseres Werkes von Jahr zu Jahr wächst. Alle sind wir bemüht, dem Trabant, ihrem ständigen zuverlässigen Begleiter, weitere gute Eigenschaften zu verleihen.
Unter dem Sachsenringzeichen wird er vom hohen Können der Zwickauer Automobilarbeiter in aller Welt Zeugnis ablegen.